Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Vor ein paar Tagen hatte ich eine erste Übungsaufgabe eingestellt zum Thema Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten. Und hier in diesem Video präsentiere ich nun die Lösung. Sie erinnern sich, dass der erste Geschäftsvorfall war Kauf eines Firmen-Pkw. Das Unternehmen kauft einen Dienstwagen. Der Preis dafür ist 30.000 Euro plus 19% im Moment gültige Mehrwertsteuer. Diese 19% sind 5.700 Euro, sodass das Unternehmen insgesamt 35.700 Euro überweist. Zunächst einmal, ehe wir nun klären, was ist das? Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten oder vielleicht alles zusammen, schauen wir uns den Buchungssatz an. Der Buchungssatz lautet per Pkw ist ein Aktivbestandskonto, Zugänge stehen im Soll, 30.000 per Vorsteuer. Wenn das Unternehmen etwas kauft, kann es Vorsteuer geltend machen. Und das sind 5.700 Euro, wie gerade ausgerechnet, an Bank 35.700 Euro. Das ist der Buchungssatz. Und wenn wir diesen Buchungssatz unterstellen, wenn wir also sagen, Kauf eines Firmen-Pkw, das heißt, das Unternehmen bezahlt sofort bar oder per Banküberweisung, dann ist das Ganze eine Auszahlung und nichts anderes. Eine Auszahlung. Es ist kein Aufwand. Es sind keine Kosten. Es findet lediglich ein Aktivtausch statt. Das ist etwas, was man einfach mal begreifen muss. Ja, ich habe wieder mir die Kommentare angeschaut und prompt falsch. Es ist nur eine Auszahlung. Es könnte sein, eine Ausgabe, wenn wir oben den Fall ein bisschen variieren und sagen, das Unternehmen kauft einen Firmen-Pkw gegen Kredit. Dann und nur dann lautet der Buchungssatz per Pkw 30.000, per Vorsteuer 5.700, an Verbindlichkeiten 35.700 und dann ist es nur dann, ja, machen wir hier eine Trennungslinie. Nur dann ist es eine Ausgabe und noch keine Auszahlung, weil es eben per Kredit gekauft wird, dieses Auto. Aber es ist auf keinen Fall ein Aufwand und es sind auf keinen Fall Kosten. Warum? Es findet kein Werteverzehr statt, sondern nur eine Werteumwandlung. Das Konto Gewinn- und Verlustrechnung oder eines der Konten aus dem Kreis der Gewinn- und Verlustrechnung, Aufwands- und Ertragskonten, werden doch hier überhaupt nicht angesprochen. PKW ist ein Aktivbestandskonto, Vorsteuer ist ein Aktivbestandskonto, Bank ist ein in der Regel Aktivbestandskonto, Verbindlichkeiten ist ein Passivbestandskonto, aber es ist hier kein einziges Aufwands- und kein einziges Ertragskonto angesprochen. Es ist kein Aufwand und es sind keine Kosten. Und an dieser Stelle sollte man wirklich einmal innehalten und sich das ein für alle Mal klar machen. Sonst rennt man immer wieder vor die Wand. Ja? Und woran liegt das, dass die Leute an der Stelle immer wieder vor die Wand rennen? Es liegt daran, dass man in unserer Umgangssprache sagt, was kostet denn das Auto? Ja, 35.700 Euro. Und dann denken die Leute, das sind Kosten. Und dann denken die Leute, es ist ein Werteverzehr. Aber es ist kein Werteverzehr. Geld wird getauscht gegen ein Auto. Im Moment findet nur eine Werteumwandlung und kein Werteverzehr statt. Und das muss bitte an dieser Stelle einmal, muss man sich das klar machen, sonst rennt man immer wieder vor die Wand. Okay, das war die erste Aufgabe.
Schauen wir auf die zweite Aufgabe. Die zweite Aufgabe war die Abschreibung dieses PKWs. Die Abschreibung dieses PKWs. Wir buchen per Abschreibung, man benutzt ja gerne diese Abkürzung Absetzung für Abnutzung, AFA, ja, das ist, so nennt man das, Abschreibung, per AFA an PKW. Und jetzt kann man sich noch einen Betrag überlegen, über wie viele Jahre wird dieser PKW abgeschrieben. Man schreibt auf den Nettobetrag ab, also auf die 30.000 Euro. Ich nehme jetzt mal irgendeinen Betrag, sagen wir 8.000 Euro. Per AFA an PKW 8.000 Euro. Ob es 8.000 Euro genau sind, hängt von der entsprechenden Abschreibungstabelle ab. Ich weiß im Moment nicht auswendig, über wie viele Jahre PKWs abgeschrieben werden. So. Und das ist ein Aufwand und das sind Kosten. Ein Werteverzehr. Der PKW rostet für sich hin und wird technisch natürlich überholt durch neue Entwicklungen. Deswegen haben wir hier einen Werteverzehr. Es ist keine Auszahlung, aber es ist Aufwand und es sind auch Kosten. Denn dieses Konto hier, AFA oder auch Abschreibung, ist ein Aufwandskonto. So, und ich sage es nochmal. Diesen ersten und diesen zweiten Buchungssatz, das muss man irgendwann mal begreifen. Sonst rennen Sie wieder vor die Wand. Sonst passiert es an der nächsten Stelle wieder, dass Sie etwas für Kosten halten oder für Aufwand halten, was keine Kosten und kein Aufwand sind. Und das liegt daran, dass Sie immer denken, Kosten ist, wenn Geld weggeht. Und das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ja, sondern hier geht gerade kein Geld weg. Trotzdem ist es ein Werteverzehr und dieser Werteverzehr wird abgebildet in unserem System der Buchhaltung durch Aufwand. So, dann haben wir unseren dritten Fall und der dritte Fall war Kauf von Büromaterial. Und da hatte ich im Beispiel angenommen 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Und jetzt überlege ich gerade, ob auf Büromaterial ein reduzierter Mehrwertsteuersatz ist. Das weiß ich im Moment gar nicht auswendig. Hat Büromaterial einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber soll auch egal sein. Was ist das? Was ist das? Und was unterscheidet die Sache vom Auto? Man kann sagen, im Prinzip der Betrag. Ja, Büromaterial, was ist Büromaterial? Hier unterstellt man, dass man dieses Büromaterial tatsächlich verbraucht. Das ist Papier für den Drucker zum Beispiel, Papier für den Fotokopierer. Das ist alles Büromaterial und das wird sofort verbraucht. Wie lautet der Buchungssatz? Der Buchungssatz lautet, das Konto nennen wir Büromaterial. Büromaterial. Per Büromaterial 100, per Vorsteuer, auch hier wieder können wir die Vorsteuer geltend machen, 19% nehme ich jetzt einfach mal an. An, und hier unterstellen wir einfach, dass wir das bar bezahlen, an Kasse, 119. So lautet der Buchungssatz. Und daraus folgt, das Ganze ist eine Auszahlung an Kasse. Und es ist ein Aufwand und es sind Kosten. Denn Kosten sind, Aufwand ist jeder Werteverzehr und Kosten sind betriebsbedingter Werteverzehr. Und wir unterstellen einfach, dass dieses Büromaterial hier verbraucht wird. Es ist eine Auszahlung, es ist Aufwand und es sind Kosten. Alle drei Begriffe gelten hier. Okay, ich hoffe, es ist mir gelungen, diesen Sachverhalt jetzt endlich nochmal deutlich zu machen. Und noch einmal mein Appell, machen Sie sich das ein für alle Mal klar. Alles Gute, Marius Ebert.